So, hello everyone. Welcome back to the HIC talk stage. Coming next, Ronald from Profit Room. Welcome. And the topic is conversion-optimierte Arrangements im Buchungsprozess auf Hotel-Websites. So the session will be in German. If you have any questions, send them in the live stream. We will do a Q&A at the end and have fun. Ja, ganz lieben Dank. Raffles Hotel, Singapur. Falsche Präsentation eingepackt? Nein, denn da ich noch nicht so lange dabei bin in der Branche, wollte ich noch kurz sagen, wo ich herkomme. Und warum ich mich auch für das heutige Thema rund um Arrangements so begeistere. Bereits als Kind und dann aber auch später nach dem Abitur auf meinen Reisen war immer mein Traum, mal Hoteldirektor zu werden. Ich bin in jedes Hotel reingerannt, schnurstracks zur Rezeption, zum Empfang und habe mir einen dieser Hochglanzkataloge geholt. Ja, man wusste nicht so recht, wie es in den Zimmern ausschaut. Viele Möglichkeiten. Als Kind war das Internet auch noch nicht so wahnsinnig entwickelt. Andere Möglichkeiten hatte man gar nicht. Beeindruckt von Bildern und von Worten, ja, ergab sich da mit der Zeit eine Sammlung an schönen Hotelbroschüren. Schuhkartons wurden gefüllt und das Kinderzimmer immer voller. Später dann habe ich Maßhemden hergestellt, handgefertigte Pralinen vertrieben, bevor mich mein Weg nach Südfrankreich führte zur Voyage Privé. Und da habe ich das erste Mal mit Arrangements zu tun gehabt. Später ging es nach Amsterdam zu Hoteliers.com. Hier mein erster Bezugspunkt, Direktbuchungen. Heute verantworte ich mit meinen Kollegen Natalia und Christian den Dachmarkt von Profit Room und das seit April diesen Jahres. Als kleiner Steppke musste ich also an den ganzen Tischen vorbei, an den Gästen. Ich musste mich anstellen an der Rezeption in Reih und Glied mit den anderen, um an diese Broschüre zu kommen. Heute geht das alles ein bisschen einfacher. Ja, ich habe wunderschöne Hotel-Webseiten. Ich klicke mich von der einen zur anderen und ja, da gibt es Darstellungsmöglichkeiten, dass ich einfach schon einen sehr guten Eindruck von dem Hotel gewinne. Viele sind wunderschön, aber was unterscheidet denn die eine von der anderen? Meiner Meinung nach sind das eben genau diese Arrangements. Hier können Hoteliers so richtig zeigen, was sie drauf haben. Nämlich mehr als Bett und Frühstück, vielleicht noch mit einem Parkplatz inkludiert, viel, viel mehr als die übliche Standardrate, die man so in einer Buchungsmaske findet. Im Folgenden schauen wir uns an, warum es überhaupt Sinn macht, Arrangements auf der eigenen Webseite einzubinden und im Anschluss, wie ein gutes Arrangement aussieht. Die Wichtigkeit von Arrangements hat auf jeden Fall zugenommen. Mit Corona, jetzt nach Corona, hoffentlich bald. Die Leute haben eine Zeit der Entbehrung hinter sich, verreisen mehr, verreisen öfters, kürzer, am Wochenende. All das kommt dem Thema Arrangement zugute. Kurzer Disclaimer an dieser Stelle, vielleicht hat der ein oder andere aus dem Metier sich schon gefragt. Arrangement als auch Paket, das sind Begriffe, die man eigentlich so auf der Webseite gar nicht verwenden darf. Denn wenn ist es relativ schnell mit dem Thema Pauschalreise gleichzusetzen, was rein rechtlich ganz andere Anforderungen mit sich bringt. Mir gefällt der Begriff Arrangement einfach ganz gut, deswegen werde ich den jetzt hier in meiner kleinen Präsentation beibehalten, aber die korrekte Alternative wäre dann eher Angebote. Warum macht es Sinn, Arrangements aufzusetzen? Ganz einfach. Sich zu überlegen, welche guten Geschichten Ihr Hotel oder auch die Geschichten, welche guten Geschichten Ihre Mitarbeiter erzählen können, das macht immer Sinn. Es ist immer eine gute Übung, sich seinen Stärken bewusst zu werden. Und damit meine ich die Stärken Ihres Hotels, ja, das, den Stärken, die sich hinter den Mauern abspielen. Ich meine da jetzt erstmal gar nicht die Umgebung. Ist es die gute Küche? Ist es der schöne Garten? Oder, wie hier an einem Beispiel unseres Kunden Port Lymt, in England sind es die besonders kuscheligen Gastgeber, die hier direkt durchs Fenster schauen vom Schlafzimmer. Letzte Woche war ich in der Schweiz unterwegs und hatte die Gelegenheit, die Verantwortlichen vom Schweizer Hof in Luzern und Zürich, interessanterweise gleiche Name, kennenzulernen. In Luzern, Schweizer Hof, ein altehrwürdiges Gebäude, wurde eine Schnitzeljagd durchs Gebäude angeboten. Ganz spannende Sache. In Zürich wiederum ein sogenanntes Keep Life Going Arrangement.
Ja? Wohl wissend, dass internationale Gäste über Zürich, über den Flughafen Zürich als erste Anlaufstation haben, bevor sie vielleicht im Land weiterreisen oder wieder nach Zürich kommen, bevor sie das Land verlassen, konnte man hier direkt auf dem Zimmer einen PCR-Test mitbuchen. In einem Hotel in den USA habe ich ein sogenanntes Ink-and-Stay-Arrangement gefunden. Ink-and-Stay, ja, was war das wohl? Es war ein Zimmer in Verbindung mit einem 100-Euro- oder 100-Dollar-Gutschein für ein erstes Tattoo. Das mag jetzt nicht bei jedem spontan der Fall sein, dass er sich im Urlaub ein Tattoo stechen lässt, aber kommen wir zum Thema Conversion. Sowas bringt Traffic auf die Buchungsmaske in den Bereich Arrangements. Wenn ich jetzt kein Tattoo möchte, strahlt aber auf jeden Fall dieser Traffic aus auf die anderen Arrangements, die ich angelegt habe. Das Beste an alledem ist, ich kann mir über die Arrangements eigentlich sehr gut aussuchen, wen ich als Wunschkunden in meinem Hotel haben möchte. Das können Pärchen sein, wie hier auf dem Bild zu sehen, die eher kulturell interessiert sind. Das können Pärchen sein, wenn ich jetzt einen gastronomischen Betrieb im Haus habe oder in der Umgebung, mit dem ich zusammenarbeite, die an einem romantischen Wochenende interessiert sind. Eine Gruppe an Radfahrern, die umliegenden Radwege wertschätzt. Tierfreunde, ganz egal. Oder man probiert über Arrangements auch mal was ganz Neues aus. Ganz neue Segmente. Ich habe kürzlich von einem Startup gehört, ich glaube, die kamen aus Hamburg. Die haben Arrangements rund ums Thema Entschlackung auf den Markt gebracht und darüber eine riesige Anzahl an Betten von Schweizer Hotels gefüllt. Ja? Einfach mal ausprobiert und es wurde zigfach verkauft. Probieren Sie es aus, probieren Sie neue Ideen aus, die eben zu Ihrer Segmentierung passen. Aber klar, wenn dann mal was dabei ist, das eben nicht funktioniert, nehmen Sie das Arrangement auch wieder raus, denn sonst wird eben da die Conversion durch verschlechtert. Die Aufmerksamkeit geht dann runter. Werdet zum Marktplatz eurer Umgebung. Ein sehr schönes Zitat, meiner Meinung nach, das kürzlich auf dem HSMA E-Day gefallen ist. Werden Sie zum Produktmanager eurer Region. Werden Sie zum Meister des Bundles. Ja, meine Meinung ist, das, was Amazon kann, ja, so Produkte zu kombinieren und am Ende auch in Mann zu bringen, das können wir, das könnt ihr als Hoteliers schon lange. Werden Sie mit Ihrer Webseite ganz einfach zu einer lokalen Plattform. Wir haben einen Kunden in Finnland, die Northern Lights Village, die kooperieren mit einem Anbieter von Husky-Touren und haben das hier sehr, sehr schön integriert, zum einen auf der Webseite, aber auch später im Buchungsprozess in der Buchungsmaske. Einen anderen Herrn durfte ich kennenlernen vom Continental Park in Luzern. Der hat ein Arrangement angeboten, das in Verbindung steht mit einer Teilnahme am örtlichen Marathon. Es ist gut, sich da Gedanken zuzumachen zu Arrangements, aber dann ist es doch auch so, egal wie gut die Idee ist, ein Arrangement wird niemals mein Haus komplett füllen. Ja, es wird es nie ausverkaufen. Aber Arrangements können zu einem interessanten Umsatzbringer werden, wenn sie richtig konzipiert und vor allem und wie immer gut vermarktet werden. Was sind also meiner Meinung nach die drei wichtigsten Treiber, um Arrangements online zu verkaufen? Wie jedes gute Projekt beginnt, ja, wie beginnt es? Mit einer Idee, mit der Idee. Die sollte natürlich eine gewisse Relevanz haben. Ja, und auch vom Zeitpunkt her passen. Es macht jetzt keinen Sinn, ein spannendes Weihnachtsarrangement kurz nach Silvester online zu stellen, in der Hoffnung, dass es jetzt gleich wieder jemand für Ende des Jahres bucht. Und wie oft im Marketing, ich meine, das kennen wir von der Bild-Zeitung, die verkauft sich mit über gute Titel, es geht weiter mit dem Titel. Idee, Titel. Ja? Lassen Sie sich was Kreatives einfallen für die Bezeichnung Ihres Arrangements. Hier jetzt Wellnesszeit fürs Ich. Ich in Anführungszeichen, also da geht es wirklich ein Arrangement um mich, um meine Zeit, die ich hier in dem Hotel genießen kann. Ist der Titel gut gewählt, geht es aber auch schon weiter mit der Beschreibung. Die Beschreibung muss Lust machen und schlussendlich dann zur Buchung führen. Bilder sollten ausnahmslos von hoher Qualität sein. Und wenn Sie jetzt ein Wellness-Arrangement anbieten, wie hier im Bild,
aber sie gerade kein eigenes Foto haben, ja, dann greifen sie eben auf ein gutes Stockfoto zurück. Besser als ein schlechtes Foto oder gar kein Foto. Ja. Buchungsmasken haben viele Hotels, aber oftmals werden die einfach nicht korrekt gepflegt. Und zu guter Letzt zu dem Punkt, ein Arrangement muss nicht günstig sein. Ja. Ein Arrangement sollte vom Preis her natürlich, was die Zimmerleistung angeht, sich an der Barrate orientieren. Aber alles, was dann noch an Added Values dazukommt, da wäre einfach gut, dass der Besucher der Webseite diese Added Values nicht ganz einfach über die, zusammenaddieren kann, um dann zu sehen, wie viel spare ich denn jetzt hier mit dem Arrangement. Ja? Auch da mal Added Values reinpacken, die nicht direkt bepreist sind oder zumindest die, deren Preis nicht auf der Webseite zu finden ist. Was bringen aber die besten Arrangements, wenn sie niemand kennt? Wo kommt guter Traffic her? Und hier übernimmt die Hauptaufgabe mal wieder, wie so oft, die Hotelwebseite, welche mit aussagekräftigen Landingpages pro Arrangement bestückt sein sollte. Des Weiteren natürlich die üblichen Verdächtigen, Social Media, Google, ja, zwei Möglichkeiten, in die ich investieren kann, Traffic auch erwarten kann, aber die vor allem messbar sind. Die günstigste Möglichkeit, auch beim Thema Arrangements, um da wieder Traffic in die Buchungsmaske reinzubringen, ist der Newsletter. Ja, ein Newsletter, vorausgesetzt, man hat die Daten einfach im Griff, seine Datenbank, der sich an Bestandskunden wie aber auch als Neukunden richtet, die sich irgendwann mal auf meiner Webseite verirrt haben und den Newsletter eben abonniert haben. Nehmen wir das Beispiel wieder mit der Husky-Tour. Ja, wenn ein örtlicher Husky-Tour-Anbieter mit mir als Hotel kooperiert, warum den ich bitten, auch einen Link zu meinem Arrangement, zu meiner Buchungsmaske auf der eigenen Webseite zu veröffentlichen? Oder es gibt ein Unternehmen, eine Agentur, die sich um die ganze Destination kümmert, die vielleicht sogar ein Magazin rausbringt, das bundesweit verschickt wird, am Beispiel Deutschland. Schauen Sie, dass Sie hier einen Platz drin kriegen und mit denen kooperieren. Wie schon erwähnt, es wird nach Corona und jetzt schon, ist ja zu sehen, eine stärkere Frequenz geben. Es wird mehr Kurztrips geben. Dafür gibt es besondere Portale, ja, die nehmen noch mehr an Fahrt auf, kurz mal weg, Kurzurlaub, Verwöhnwochenende. Ja. Es spricht gar nichts dagegen, dort ein Arrangement zu platzieren und das Gleiche auf der eigenen Webseite zu haben. Ja, der Traffic, der wird nachher über ein solches Portal aufgebaut, aber es ist genau wie bei Booking, der Gast schaut dann doch auch oft auf der eigenen Webseite vorbei, um weitere Informationen zum Hotel einzuholen, sich ein Bild vom Haus zu machen. Wenn er dann dabei wieder das Arrangement entdeckt, das auch da direkt gebucht werden kann, eine super Sache. Ein sehr, sehr guter Trafficbringer. Und selbst die gute alte Pre-Stay-E-Mail, ja, wenn die rechtzeitig versandt wurde, kann auch die aus einer einfachen Zimmerbuchung noch ein Gourmet-Arrangement machen. Ich halte mich täglich viel auf Hotel-Websites auf und viele haben eine Buchungsmaske, um ein Zimmer zu buchen. Aber wenn ich dann auf Arrangement klicke, in der Menüleiste, lande ich immer noch oft bei einem ganz normalen Kontaktformular. Ja, dafür geht einem ja eigentlich die Lust. Oder die Webseite ist gut gemacht und die Arrangements sind einfach nicht in einer einzelnen Übersichtsseite zu finden. Ganz klar, Arrangements müssen leicht zu kaufen sein. Die Technik entscheidet hier. Die Arrangements müssen zu kaufen sein und das nicht nur am Desktop, sondern auch mobil. Und wenn ich ein Arrangement soll ich sofort buchen können, aber mir vor allem auch als Gutschein entweder als PDF zusenden lassen oder die edle Variante, einen schönen, hochqualitativ produzierten Gutschein vom Hotel direkt nach Hause per Post senden lassen. Jetzt hoffe ich, dass mir ein paar Hoteliers hier und heute zugeschaut haben. Ich freue mich auf Anregungen, ich freue mich auf Fragen. Mich würde interessieren, welche Arrangements Sie bei sich schon im Hause haben, welche besonders gut funktionieren, welche kreativen Ideen, wie der Schweizer Hof in Luzern und Zürich, welche Sie gefunden haben. Und wenn Sie noch keine haben, ja, fangen Sie an, probieren Sie es einfach mal. 4 bis 5 Arrangements ab nächster Woche online zu stellen. So schwer ist es nicht. Es ist meine Leidenschaft, mein Steckenpferd, Arrangements. Ich biete mich auch immer gerne an, hier einfach mal eine halbe Stunde mit Ihnen zu brainstormen. Kontaktieren Sie mich. Ich würde mich sehr freuen, mit Ihnen hierzu in Austausch zu kommen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Direkt mal schön eine Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben, ein paar Arrangements anlegen in einem sportlichen Tempo. Im Live-Chat waren jetzt tatsächlich keine Fragen. Vielleicht gibt es hier noch Fragen. Keine Fragen. Dann danke ich dir vielmals, wünsche dir noch ganz viel Spaß hier auf der Konferenz und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Vielen Dank. Merci. Dankeschön.